Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zur Auflösung unserer 16. Coding Challenge. Heute geht es darum, wie ihr möglichst effizient dieses Ding hier berechnen könnt, sprich rausfinden könnt, wie viele Zahlen aufeinander folgen. Wir wollen das Ganze in O von N schaffen. Das ist ziemlich ambitioniert, würde ich sagen, denn damit dürfen wir maximal ein bzw. eine fixe Anzahl an Male durch diese Liste durchlaufen. Also wir dürfen nicht durch die Liste durchlaufen, für jedes Mal, wo wir durch die Liste durchlaufen, nochmal durch die Liste durchlaufen. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen uns hier wirklich clever drum kümmern, wie das eigentlich funktionieren soll. Und ich habe da natürlich auch schon einen Lösungsansatz für euch. Und ich bin gespannt, wie viel schneller eure Lösung war und wie viel langsamer sozusagen meine Lösung war. Aber ja, lasst uns anfangen. Wir gehen einfach mal wieder hier rein und wir wollen dieses Mal natürlich benchmarken. Deswegen schnappe ich mich hier mal die, ich glaube die 14 hatte eine Liste in sich, ne? Ja, perfekt. Dann nehmen wir uns einfach mal hier die 14 inklusive Benchmark und kopieren die oben drüber. Und das kommt raus. So, und ja, das muss natürlich 15 hier werden, das muss 15 werden, das muss 15 werden, das muss 15 werden. Moment, nein, nicht 15, 16, halt stopp. Weil ich gerade 14 kopiert hatte, ich dachte irgendwie in meinem Kopf, ich muss nur um 1 vergrößern. So, und hier sagen wir dann einfach Benchmark 16 und zwar insgesamt 1000 Mal. Denn wenn es O von N ist, dann können wir das locker 1000 Mal, wobei, vielleicht reichen auch 100 Mal. Das sollte eigentlich ausreichen hier. So, mergen müssen wir nichts. Wir kriegen aber trotzdem unsere Liste wieder über List raus. Und, ha, wir kriegen unsere Liste über eine Liste. Über eine List. Pff, witzig. Naja, nicht wirklich. Okay, so, jetzt haben wir eigentlich soweit alles. Und jetzt schreiben wir uns hier noch eine Funktion, die nennen wir einfach Longest Sequence oder Longest Sec, weil wir abkürzen wollen. Genau, und dann starten wir. So, Longest Sec von List. Okay, was wir machen ist als erstes folgendes. Wir arbeiten dieses Mal nicht auf Listen, sondern auf einem sogenannten Set. In Java wäre es zum Beispiel eine Hashmap oder sowas, die ihr verwenden könnt. Aber die hat einen starken Vorteil, nämlich ihr könnt hier alle Zahlen reinstecken. Und wenn eine Zahl mehrfach vorkommt, ja gut, macht auch nichts. Wenn aber eine Zahl nicht vorkommt, dann könnt ihr das trotzdem nachfragen. Damit habt ihr natürlich einen mega Vorteil, weil einfügen und also damit sortiert ihr quasi mehr oder... Also ihr sortiert nicht wirklich... Ihr habt am Ende aber ein Set, das quasi sortiert ist. Ihr könnt nur nicht sagen, ich möchte jetzt alles in einer Reihenfolge haben, weil ein Set keine Reihenfolge hat. Das ist der große Unterschied. Das ist eine Menge sozusagen und eine Menge ist nicht sortiert. Und damit wollen wir erstmal arbeiten. Wir befüllen das Ding erstmal. Also Maxi sagen wir am Anfang erstmal auf 1. Und das Maxi ist sozusagen das Maximum. Ich darf nur die Funktion Max nicht überschreiben, weil ich die nachher noch brauche. Und deswegen nennen wir das Ding Maxi. So, for i in list machen wir jetzt folgendes. Wir fügen es erstmal rein. Und damit haben wir auch O von n Laufzeit, weil wir fügen ja nur jedes Element einmal rein. Einfügen geht in O von 1, das heißt, es kostet uns quasi nur einen Schritt. Und das machen wir für jedes Element in der Liste. Also haben wir hier den Aufwand O von n, weil wir es für jedes Element in der Liste machen. Das könnten wir übrigens auch zweimal machen oder dreimal machen oder viermal machen, dann haben wir immer noch O von n. Man sagt nicht O von 2n oder O von 3n, sondern man sagt einfach nur O von n. Den Faktor vorne dran lässt man einfach weg. Deswegen können wir jetzt nämlich hier nochmal hergehen und auch nochmal für jedes Element in der Liste auch was machen. Damit haben wir auch wieder O von n. Jetzt müssen wir hier drin allerdings schauen, dass wir in O von 1 bleiben. Und ja, das bleiben wir auch. Wir werden nicht ganz in O von 1 bleiben. Wir werden in O von der längsten Sequenz bleiben, was aber normalerweise in O von 1 gerechnet wird, weil so eine Länge oder so eine Sequenz hier ist nicht wirklich lang. Eigentlich ist es O von n mal k. Wobei k hier die längste Sequenz ist, aber naja, gut. Das sei mal dahingesagt. Okay, aber das müsst ihr sowieso nicht ganz nachvollziehen können, was ich hier vor mich brabbel. Wichtig ist, dass ihr den Code versteht, denn wir definieren uns jetzt als erstes mal unsere linken und unsere rechten Flanken sozusagen. Das heißt, unsere Ecken, wo wir anfangen wollen. Und ja, da sagen wir dann, Achtung, ich habe jetzt tatsächlich i-1 gewählt. Das heißt, wenn wir jetzt in unserer Liste zum Beispiel 5 haben, dann wähle ich links als 4, also nicht irgendwie mit Indizes, sondern wirklich mit den Werten gerechnet.
und rechts wähle ich als 6. So, und ja, jetzt mache ich das einfach, solange links in S ist, also in unserem Set vorhanden ist, sagen wir count plus gleich 1, weil wir ja 1, Moment, count habe ich noch nicht definiert, ne? Count ist am Anfang gleich 1. Count soll sozusagen für uns zählen, wie lange diese Sequenz für dieses Element der Liste ist. Und damit können wir sozusagen prüfen, ob jetzt zum Beispiel, oder wie lange Sequenzen wir sozusagen drin haben. Wenn wir also links in S haben, also links definieren wir am Anfang hier als i-1, also sagen wir, wir haben 6 in der Liste drin, dann ist links ist 5. Und wenn 5 in S im Set drin ist, was in O von 1 nachgeguckt werden kann, dann erhöhen wir unseren Count und setzen links left minus gleich 1. Und Achtung, jetzt machen wir auch noch was anderes. Wir entfernen das Element s.remove left. Ach halt, stopp, das müssen wir vorne dran machen, weil wir sonst das nächste Element entfernen. Das wollen wir nicht. Warum machen wir das jetzt? Naja, ganz einfach, damit wir Sequenzen nicht zweimal zählen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine 6 haben, dann entfernen wir die 6 entfernen wir gar nicht, das stimmt. Okay, aber wir entfernen die 5, wir entfernen die 4, wir entfernen die 3, sofern sie drin sind natürlich alle. Wir entfernen 2 und so weiter und so fort. Und dadurch, wenn wir jetzt hier als i die 2 erreichen, weil die Liste ist ja unsortiert, wenn wir als i die 2 erreichen, dann können wir ohne Probleme hier sagen, okay, 2 ist gar nicht mehr hier drin, also ist es nicht gefunden, das heißt, es wird sowieso hier direkt übergangen sozusagen und damit bleiben wir sogar in O von N wieder drin, weil wir diese ganzen Elemente wieder entfernen hier. Das heißt, was ich vorhin gesagt habe mit O von N mal K, stimmt gar nicht, wir bleiben sogar tatsächlich in O von N, ich hatte den Schritt nur irgendwie in meinen Berechnungen vergessen. So, selbiges machen wir jetzt natürlich auf der rechten Seite, sprich wir gehen nach oben, also wir sagen, wir wollen, wenn wir hier 6 als I hatten, gehen wir bei 7 und gucken, oder gehen wir auf das Element 7 und gucken, ob das in unserem Set drin ist, was auch in O von 1 geht, und entfernen es, falls dem so ist, und so weiter und so fort, erhöhen natürlich den Count. Im Endeffekt machen wir genau dasselbe, nur dass wir uns nach rechts bewegen. Das heißt, solange eben rechts in S drin ist, erhöhen wir unseren Count wieder, also plus gleich 1. Und wir entfernen das Element, dem wir hier sagen, s.remove right, right. Und dann sagen wir hier right plus gleich 1. Genau. Und ja, am Ende, wenn wir hier durch sind, dann wissen wir ja, wie viele Elemente sozusagen von i erreicht werden konnten. Und wir wissen auf jeden Fall, dass danach eine Pause sozusagen war. Sprich, wenn wir einmal 7 hatten, dann werden wir nicht wieder 7 kriegen. Also sagen wir, okay, jetzt können wir unser Maximum berechnen. Und zwar Maxi ist gleich das Maximum, dafür habe ich Max übrigens noch gebraucht, aus dem bisherigen Maximum und aus dem Count. Und ja, wenn wir jetzt hier sind, dann haben wir sozusagen einfach, falls wir eine neue längste Sequenz gefunden haben mit Count, dann ist das jetzt unser neues Maximum. Falls wir keine längste neue Sequenz haben, bleibt es eben dabei, dass unser jetziges Ding da gezählt wurde. Cool. Und ja, jetzt können wir hier einfach zurückgeben, was wir berechnet haben, nämlich hier einfach return maxi. Und das war es eigentlich auch schon soweit. Jetzt können wir nämlich hier einfach das Ding durchlaufen lassen. Habe ich das schon gestartet? Ja, habe ich. Und wir schauen uns das an und es geht wunderbar schnell und wir sind so schnell, also O von N, dass wir sogar negative Ausführungszeit haben, was so viel bedeutet wie, es konnte nicht mal gemessen werden, wie lange wir brauchen. Also das muss man schon mal sagen, das ging verdammt schnell und ja, da merkt man halt auch einfach, dass der Algorithmus hier ein O von N ist, weil eben die ganzen Operationen auf einer Menge, also auf dem Set, liegen halt einfach in O von 1. Da können wir halt einfach machen, was wir wollen. Und dadurch, dass wir hier auch noch die einzelnen Dinge entfernen, haben wir uns natürlich auch nochmal extrem viel Laufzeit gespart. Und ja, also ihr seht, das geht unglaublich schnell. Und der Server macht es genauso. Deswegen geht es bei dem natürlich auch ähnlich schnell. Deswegen müssen wir hier auch nicht lange warten. Ich lasse das jetzt mal mit 1000 durchlaufen. Wobei, Sekunde, ich will den Print-Befehl hier mal ausblenden. Dann haben wir vielleicht noch einen besseren Benchmark. Weil Prints sind dann tatsächlich manchmal das Bottleneck, also der langsamste Bereich vom Code, was ich irgendwie teilweise sehr, sehr witzig finde. Okay, jetzt dauert es ein bisschen länger. 1000 Anfragen müssen halt auch erstmal gemacht werden, ne? Ja, und selbst bei 1000 Anfragen kriegen wir hier minus
0,0006 als Laufzeit zurück, was ich einfach nur mega beeindruckend finde, dass wir es quasi in keiner Zeit hier berechnet haben, sprich diese Funktion, die kann man laufen lassen, so oft man will, das kostet fast keine Laufzeit. Und ja, ich freue mich, wenn ihr immer noch dabei seid. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, was hier gerade passiert. Ansonsten einfach nur mal kurz durch den Code durch. Malt euch an einem Beispiel auf und geht es mal durch, so von Hand sozusagen. Und schaut, was da so alles passiert. Denkt immer daran, dass Sets Mengen sind. Sprich, wenn ein Element drin ist und ich füge es nochmal hinzu, also wenn ich zweimal 5 reinfüge, dann ist halt da nur einmal 5 vorhanden sozusagen. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Wenn ich ein Element entferne, dann ist es halt weg. Das ist eigentlich alles, was man zu Sets wissen muss. Habe ich, glaube ich, sogar ein Tutorial mal dazu gemacht. Gut, und ja, ich danke euch wieder mal für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr so fleißig mitmacht und natürlich für die ganzen fleißigen Leute in den Kommentaren schon wieder, für die ganzen wunderbaren Code-Schnipsel, die ihr da gepostet habt. Wir hören uns, bis dann, ciao!